Dann, meine Damen und Herren, kämen wir zur Tagesordnung. Wir würden beginnen mit dem Punkt 74, Aktuelle Stunde der AfD, 20.37.39, beginnt der Fraktionsvorsitzende, Kollege Lambrou. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren! Einige Migranten in Moria auf der griechischen Insel Lesbos zündeten am Abend des 8. September ihr Lager an. Es brannte fast komplett nieder und machte 12.000 Menschen vorübergehend obdachlos. Deutsche Politiker überbieten sich seitdem auch in Hessen mit Forderungen, wie viele Migranten, von denen die meisten keine Flüchtlinge, sondern Auswanderer sind, aus dem sicheren Drittstaat Griechenland nach Deutschland zu fliegen sind. Zahlen müssen die Steuerzahler in Deutschland, nicht die fordernden Politiker. Am weitesten ging im Deutschen Bundestag DIE LINKE mit dem Antrag, sämtliche 12.000 Moria-Migranten nach Deutschland zu holen. Die Grünen stimmten diesem grenzenlosen Ansinnen sogar zu, sehr aufschlussreich. Der Journalist Christoph Brandner schrieb am 16. September in seinem Kommentar in der Neuen Züricher Zeitung, in Deutschland ist es auch 5 Jahre nach der großen Flüchtlingswelle noch nicht möglich, ein heißes Herz mit einem kühlen Kopf in Einklang zu bringen. Die Lernkurve in Sachen Migration hat die Nulllinie nicht wesentlich überschritten. Diesem Kommentar stimmt die AfD-Fraktion im Hessischen Landtag zu, und noch jemandem stimmen wir zu. In der Hessischen Landesregierung scheint es bei diesem Thema zumindest einen kühlen Kopf zu geben, die hessische Staatsministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten, Lucia Puttrich, CDU. Sie sagte der Bild-Zeitung am 10. September, dieser Gewaltausbruch einiger darf nicht belohnt werden, weder durch eine Verlegung in andere europäische Länder, noch bei der Dauer oder dem Ergebnis des Asylverfahrens. Und sie fügte hinzu, dass die Europäische Union alles dafür tun müsse, die Bedingungen in den Einrichtungen in Griechenland zu verbessern. Staatsministerin Puttrich hat in der Sache vollkommen recht. Angemessen ist die Hilfe vor Ort. Doch stattdessen wird die Brandstiftung belohnt mit der Einreise nach Deutschland. Die Sorgen vor den Folgen solch einer moraltrunkenen Belohnungspolitik sind berechtigt. Sie gehen sogar weit über die Befürchtungen weiterer Brandstiftungen in Lagern auf griechischen Inseln hinaus. Denn aktuell kommen laut Bundesinnenminister Horst Seehofer bereits wieder jeden Tag 300 bis 400 Migranten nach Deutschland. Das sind 150.000 im Jahr. Die deutsche Moria-Entscheidung könnte die ohnehin bereits bestehende Sogwirkung des deutschen Sozialsystems noch einmal deutlich bis dramatisch verstärken. Dies würde Deutschland mit jedem Tag instabiler werden lassen. In anderen europäischen Ländern findet Moria kaum Interesse. Dort will man sich nicht erpressen lassen, hat aus den riesigen Fehlern der Vergangenheit gelernt und wundert sich sehr über die Deutschen. In Frankreich zum Beispiel ist das Credo der Regierung, keine Anreize für Migration zu schaffen. Ein Großteil der Franzosen ist laut Umfragen damit einverstanden. Auch der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis stellte klar, dass sich Griechenland nicht erpressen lasse und alle 12.000 Migranten auf der Insel Lesbos bleiben und in das neue Lager einzuquartieren sind. Hessische Politiker wie der grüne Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir und die Fraktionsvorsitzende der LINKEN, Janine Wissler, fallen dieser Linie der griechischen Regierung ganz bewusst in den Rücken. Beide Politiker waren am 10. September nach den Äußerungen von Staatsministerin Puttrich auch ganz vorne mit dabei beim Öffentlich-Puttrich-Bashing. Von der hessischen CDU gab es hingegen, so viel ich weiß, keinerlei öffentliche Unterstützung für Frau Puttrich. Man verteidigt also nicht einmal mehr die eigenen Politiker. Wie konservativ ist die hessische CDU eigentlich noch? Die ersten Moria-Migranten, 51 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, wurden gestern nach Deutschland geflogen. Weitere 1.500 Moria-Migranten sollen noch kommen. Wir wissen aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion, dass ein minderjähriger unbegleiteter Flüchtling in Hessen im Jahr 2018 im Durchschnitt 101.515 Euro kostete, meine Damen und Herren. Über 100.000 Euro pro unbegleiteten minderjährigen Flüchtling. 51 minderjährige unbegleitete Flüchtlinge belasten den Steuerzahler ganz realistisch mit etlichen Millionen Euro im Jahr.
Warum hilft man mit dieser Summe nicht einer Vielzahl von Menschen vor Ort? Frau Puttrich hatte zu Recht am 10. September Hilfe für die Lager in Griechenland gefordert. Die AfD steht für diese Hilfe beim Wiederaufbau und beim Aufbau von menschenwürdigen Auffanglagern in Griechenland und der Türkei. Hilfe bei der Abwicklung von Asylverfahren, Hilfe bei Abschiebung und Zurückweisung an den europäischen Außengrenzen. Wir haben Verständnis dafür, dass Migranten ein besseres Leben haben wollen. Die Lösung dafür kann allerdings nicht der deutsche Sozialstaat sein. Meine Damen und Herren, ich komme zum Ende. In der Politik geht es darum, schwierige Entscheidungen unter Abwägung ihrer Folgen zu treffen. Dazu gehört natürlich die Frage, welche Signale man mit dem Einfliegen von Moria-Migranten in die ganze Welt hinaus sendet. Soll man Brandstiftung belohnen? Machen wir uns erpressbar? Wie groß wird die Sogwirkung? Diese Fragen kann nicht beantworten, wer sich nur von Gefühlen leiten lässt. Gefühle alleine machen leichtsinnig und erpressbar. Und deshalb ist es so wichtig, dass es auch außerhalb der AfD noch weitere kluge und vorausschauende Politiker wie Lucia Puttrich gibt. Vielen Dank. Vielen Dank, Abgeordneter Lambrou. Meine Damen und Herren, es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Dann schließe ich diese Aktuelle Stunde.